nichts Dramatisches, aber ich finde, man könnte es verbessern, oder? Nicht so der große Freund von Bodenleinwänden. Damit wollten wir nichts zu tun haben. Das hat mir jetzt gerade gar keine Ruhe gelassen. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Kino- und Wohnzimmer-Gucker. Tja, ihr habt vielleicht vor 2 Wochen, ich glaube, es war vor 2 Wochen, mein Video gesehen über die neue Kontrastleinwand. Ja, es war die falsche Leinwand. Ich habe echt die falsche Leinwand ausgepackt. Das sieht nicht mehr aus wie das, was ich kenne. Das ist ja merkwürdig. Naja, das war ja eine Katastrophe, dieses Video, oder? ja, jetzt kommt 2. Teil dieses Videos, weil es gibt ja noch eine andere. Und wer die erste gesehen hat, der weiß ja auch, was jetzt kommt. Und wer nicht, ja, dem empfehle ich, guckt da einfach erstmal rein. Hier ist dieses Video. Und ja, wie gesagt, habt da erstmal was zum Lachen. Und dann kommt er wieder zurück und dann schauen wir uns dieses Video an. Ja, alles klar. Bis gleich nach dem Intro. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle das erste Video gesehen, wo es um die neuen Elite Screen Daywalker Leinwände ging. Naja, ja, war mir kurz peinlich, aber eigentlich ist es auch irgendwie lustig gewesen, oder? Teil 2 kommt jetzt. Jetzt kommt die Floor-Up-Variante. Die seht ihr hinter mir schon. Ich hatte tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit, mich mit ein bisschen mit der Leinwand zu beschäftigen. Und wir haben natürlich auch die andere aus dem letzten Video noch ein paar Tage getestet. Und ja, meine Vermutung hat sich bestätigt, ja, die ist wirklich auf sehr gutem Niveau, wirklich. Also da hat es jetzt nichts Negatives ergeben in den letzten Tagen und ihr seht die da hinter mir noch hängen. Aber die soll ja heute nicht unser Thema sein und deswegen fahren wir sie jetzt mal weg. Bevor wir einsteigen, am Ende gibt es den Film- und Serientipp, wie jede Woche. Heute geht es um eine Thriller-Serie. Also wem das interessiert, bitte noch dranbleiben bis zum Schluss. Und jetzt legen wir los mit der Floor-Up-Variante. Die normale Variante kennen wir ja schon. Gehäuse, eigentlich alles in Ordnung. Hatte ich ja eigentlich schon letztes Mal gesehen. Es sah alles gut aus, bis auf diese Verschmutzungen von irgendwelchen Kleberissen. Nichts Dramatisches, aber ich finde, man könnte es verbessern, oder? Es ist eine Kleinigkeit, aber ja, warum muss denn sowas so dreckig verpackt werden? Bisschen rein hier und der Fall ist erledigt. Wir haben hier Aufkleber, dass sich da keiner klemmt, dass man auch bei Kindern darauf achtet, wenn die einfährt, dass sie da nicht ihre Finger drin haben. Nur so als allgemeiner Hinweis. Okay, so, im Lieferumfang sind 2 Fernbedienungen und wir haben an der Seite einen Schalter, man kann sie auch manuell bedienen, auch ohne Fernbedienung. Wir haben wieder eine Infrarot- und wir haben eine Funkfernbedienung. Jetzt hatte ich natürlich gehofft, dass es so ist wie bei der oben hängenden, dass man hier per Trigger die Leinwand steuern kann. Ich habe das jetzt gerade getestet. Hier gibt es tatsächlich auch eine Buchse. Im Lieferumfang war kein Kabel. Ich habe jetzt mal versucht hier mit 5 Volt, ich habe mal mit 12 Volt versucht. Ich habe in der Anleitung nichts gefunden dazu. Ja, vielleicht kann ja mal von Elite Screens jemand da eine Aussage zu treffen, ob das hier nur bei meiner so ist oder ob das nicht gewünscht ist, was auch immer. Mir ist es nicht gelungen, die Leinwand zu triggern. Bisschen schade, weil im Prinzip haben wir ja die gleichen Herausforderungen oder Anforderungen wie bei einer normalen, oben hängenden Leinwand. Mir ist es nicht gelungen. Allerdings, Infrarot würde ich dann tatsächlich in dem Fall gar nicht benutzen. Ich würde dann die Funk benutzen, dann brauche ich im Prinzip ja nicht mal mehr zielen. Scheißegal. Warum die Triggerfunktion nicht funktioniert und warum da kein Kabel im Lieferumfang ist, kriegen wir auch vielleicht von euch noch raus. So, die fährt raus. Ihr seht, am Anfang wirft die natürlich etwas Falten. Das ist ganz normal, also jetzt nicht erschrecken. Es wird gleich besser werden. Sie fährt jetzt erstmal vom Boden bis ganz nach oben. Wenn sie oben ist, wird sie stoppen und wieder kurz zurückfahren, um die Scheren zu entlasten. Und jetzt muss ich die Planlage einstellen. Jetzt brauchen wir eine ultraklare Planlage und kann man sagen, die ist gegeben. Auch diese hat Wickelrollenstreifen, ähnlich wie die von oben kommende. Allerdings in meinen Augen noch weniger. Was mich schon fast erstaunt, weil im Prinzip ist es ja auch was eine Wickelrolle. Hängt vielleicht mit der Gewichtsverteilung zusammen, weil die Rolle jetzt unten ist, was auch immer. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Aktuell sehe ich keine störenden Wickelrollenfalten. Und ich sehe halt eine gute Planlage. Und wir haben natürlich wieder ein Tension-System und das funktioniert eigentlich alles sehr gut. Also grundsätzlich ist das meiner Ansicht nach eine gute Alternative zu einer Leinwand, die man oben hin macht. Tucheigenschaften, auch Bildeigenschaften sind exakt genauso, weil es ist ja im Prinzip das gleiche Grundtuch wie bei der anderen Leinwand. Auch da habe ich mir jetzt ja schon mal ein paar Bildmaterialien angucken können. Und das sieht alles gut aus, also genau wie ich es erwartet habe. Und das Gleiche erwarte ich natürlich bei ihr, weil es ist ja im Prinzip genau das gleiche Tuch, nur halt von unten. Wann braucht man denn nun mal eine Leinwand von unten? Naja,
es gibt heute moderne Häuser, die haben halt zum Beispiel große Fensterfronten und oben ist gar kein Platz für eine Leinwand. Hatten wir schon mehrmals. Es war gar keine Möglichkeit, oben überhaupt eine Leinwand irgendwo anzuhängen, weil dann wären die Fenster nicht mehr aufgegangen. Dann kommt zum Beispiel eine Bodenleinwand in Betracht. Oder die Leinwand soll mitten im Raum sein. Große Wohnzimmer mit einem maximalen Lowboard in der Mitte. Und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, die oben anzuhängen. Oder die Decke ist viel zu hoch. Ist ja auch Tatsache gar nicht mal so selten. Gerade in Berlin, da gibt es 3,90 Meter hohe Wohnungen. 3,90 Meter kann man eigentlich realistisch keine Leinwand mehr an der Decke hängen. Und an Ketten und so sieht ja so nicht besonders toll aus. Und manchmal sind auch keine passenden Wände, weil da Fenster sind, weil da Türen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt immer wieder Anwendungen für Bodenleinwände. Ich war in den letzten Jahren, das muss ich hier offen zugeben, nicht so der große Freund von Bodenleinwänden. Ich kenne noch diese alten Kofferleinwände, die man einfach so rausgezogen hat. Ich kenne die alten Leinwände mit den Gewebeträgern. Ja, die waren schon sehr wellig. Das sah jetzt nicht wirklich gut aus. Und da habe ich mich immer so ein bisschen fern von gehalten. Dann kam ja immer diese Nachfrage, baut das doch endlich in Möbel ein. Ah, ich habe mich auch mal gesträubt, in Möbel einbauen. Ja, ich dachte, es ist so selten. Da fragt so selten jemand nach, da soll ich jetzt ein Möbel für entwickeln. Meine Meinung hat sich geändert. Manchmal kann man ja auch seine Meinung ändern. Ich ändere tatsächlich sehr oft meine Meinung. Gar nicht, wenn man mich eines Besseren überzeugt, warum denn auch nicht. Ja, und jetzt kommt meine neue CD. Wir haben eine neue Möbelserie. Die werdet ihr jetzt ja in nächster Zeit immer mal wieder auf unserem Kanal entdecken. Weil da werde ich natürlich schon so ein bisschen Werbung mitmachen. Weil das ist halt unser Baby, das ist mein Baby. Dennis auch. Und wir sind da dran und wir wollen halt unsere ganzen Möbel weiterentwickeln. Ja, und da sind wir natürlich wieder da hängen geblieben. Ja, wir müssen, glaube ich, was machen mit einer Leinwand von unten. Und das wird kommen. Meine erste Idee ist tatsächlich eine relativ einfache Idee. Wir nehmen unser Standardmöbel. Und es kommt hinten eine Rückwand ran und dann kommen im Prinzip nur Halter ran und da kann man diese Leinwand hinten aufstellen. Das ist Punkt Nummer 1. Ich denke, das wird schon sehr, sehr cool. Dann kann man die Leinwand, im Prinzip ist sie dann ja mehr oder weniger unsichtbar. Vielleicht gehen wir dann noch einen Schritt weiter und bauen dafür ein komplettes Gehäuse. Da muss man aber auch mal abwägen, weil sowas wird auch teuer werden. Und da muss man mal schauen, wie weit seid ihr oder andere bereit, da so viel Geld für auszugeben. Ich denke, die einfache Variante mit einfach am Möbel hinten angehangen, mit einfachen Haltern. Und man stellt das dann gegen eine Wand, gegen ein Fenster. Okay, da könnte man das vielleicht wieder von außen sehen. Müssen wir alles mal sehen. Ist ein bisschen Entwicklungsarbeit wieder. Aber ich denke, das ist vielleicht eine Idee. Und dann kann man eine Bodenleinwand einsetzen. Und dann kann die unter Umständen auch mitten im Raum stehen. Und. Es gibt ja doch wieder einige Möglichkeiten. Es kommt noch dazu, dass die Qualität dieser Leinwand auch besser geworden ist. Die allerersten, die uns erreicht haben, also gerade was so Ultra-Kurzdistanz-Beamer, Laser-TVs betrifft, die allerersten Bodenleinwände, die da kamen, ganz ehrlich, damit wollten wir nichts zu tun haben. Die sahen wirklich qualitativ furchtbar aus. Da haben sich die Kleber gelöst, die waren krumm und schief, die haben sich verzogen, die haben alles Mögliche haben die angestellt. Da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten. Wir merken aber, die Hersteller, die wollen halt verkaufen und versuchen, ihr Zeug weiterzuentwickeln. Und bei der habe ich es auch wieder gesehen, ganz anders. Ist wirklich schon eine ganz andere Qualitätsklasse. Gut, das ist jetzt keine für Kurzdistanz. Das heißt, die haben jetzt nicht diese extremen Bedingungen, wie wir bei so einer CLR-Leinwand haben. Und trotzdem ist das ja immer noch eine sehr hochwertige Leinwand, die sauber aufgewickelt werden muss, sich sauber abwickeln muss und dann wieder gespannt jedes Mal wieder dastehen muss und das möglichst über Jahre. Und da sind die halt dran und ich denke, ich sehe da große Entwicklungsfortschritte. Auf jeden Fall. Deswegen in Zukunft bei uns Thema, werdet ihr also wieder sehen. Also meine Idee ist, hinter ein Möbel. Eine ganz einfache Idee ist zum Beispiel zwei Wandhalter, wenn ihr so ein Lowboard habt. Ja, ich sag mal Lowboard, sag mal 50 cm hoch, 30 cm hoch, was auch immer. Im Prinzip zwei Konsolen an die Wand geschraubt, die Leinwand draufgestellt, sodass sie auf der Höhe des Lowboards endet und dann fährt sie elektrisch raus hinter dem Lowboard. Man sieht eigentlich so gut wie gar nichts von dieser Leinwand und sie kommt einfach hinterm Schrank rausgefahren. Kleiner Wermutstropfen, natürlich muss der Schrank dann um die Leinwandstärke zurückgesetzt werden. Das wollte ich mal mit euch messen. Ich fahre die jetzt mal wieder ein. Also ihr seht, wie der aussieht, ist halt ein graues Tuch, was soll ich euch ja zeigen. Und von der Qualität genauso wie die andere, die von oben kommt. Deswegen fahre ich sie jetzt mal weg, hol mal was zu messen. Und dann messen wir mal, wie weit ihr mit so einem Schränkchen von der Wand weg müsstet.
So, mein Mini-Zollstock. Ich muss immer so ein bisschen in die Kamera gucken, weil der Fokus der Kamera, der kann überhaupt nicht diese grauen Tücher leiden. Der macht immer sofort unscharf. Solange er mein Gesicht sieht, sollte es scharf sein. Ich habe halt keinen hinter der Kamera, der es da überprüft. Ich vermute, jetzt wird es unscharf, wenn ich weggucke. Gut, wir haben eine Gehäusebreite von genau 16 cm und damit müsst ihr leben. Wenn ihr das hinterm Schrank verstecken wollt, dann muss der Schrank einfach 16 cm von der Wand oder vom Fenster, von sonst immer weg. Und schon könnt ihr die Leinwand dahinter einfach hochkommen lassen. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, das ist keine Leinwand für Ultra-Kurzdistanz-Beamer. Die gibt es auch. Es gibt auch CLR-Leinwände in diesem Gehäuse oder in ähnlichen Gehäuse. Das ist tatsächlich für meine immer noch bevorzugte Variante des Heimkinos mit einer Normalprojektion. Sprich, einen Beamer, der da irgendwo oben hinten an der Decke hängt, im besten Fall an der nächsten Wand, relativ weit weg, dass er nicht stört, und dann auf diese Leinwand projiziert. Dafür ist diese Leinwand gedacht. Sie geht nicht für Laser-TVs. Ja? Wie gesagt, wenn ihr da genau Beratung wollt, sprecht uns an und dann erklären wir das nochmal genau, warum es da diese Unterschiede gibt. Oder soll ich mal ein Video drüber machen? Warum es Leinwände für Ultra-Kurzdistanz und für Normaldistanz? Warum das nicht die gleichen Leinwände sein können? Kann ich gerne machen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Gut, was müssen wir noch wissen? Vielleicht die Höhe der Leinwand? Wäre die vielleicht interessant? Ja, wenn sie auf dem Boden steht, ist 14 cm. Ich sag mal, im asiatischen Raum wird man sie wahrscheinlich auch auf den Boden stellen, weil die leben ja oft in kleineren Verhältnissen und sitzen oft auch viel tiefer als wir. Wir sitzen halt auf unseren hohen Stühlen, auf unseren hohen Rössern, Quatsch, auf unseren Stühlen und wollen die Leinwand auch halt ein bisschen höher haben. Viele Asiaten sitzen tatsächlich auch gerne auf der Erde und dann macht es Sinn, diese Leinwand auch auf die Erde zu stellen. Bei uns würde ich sagen, nee, warum sollte man die auf die Erde stellen? Das Bild ist ja dann viel zu niedrig. Ah, eine Sache habe ich vergessen zu messen. Was ist mit dem Vorlauf? Wann fängt das Bild eigentlich an, wenn sie auf dem Boden steht oder wenn sie auf einem, ja, auf einem Lowboard? Klar, man sollte sie vielleicht nicht auf einen Lowboard stellen, das sieht ja wirklich komisch aus, oder? Theoretisch ist es möglich. Bei der Gelegenheit messe ich gleich die echte Breite. Die haben so ein bisschen andere Angaben. Ihr müsst mal mit den Maßen genau aufpassen. Das sind hier 102 Zoll angegeben. 102 Zoll sind, glaube ich, 2,3 Meter Bildfläche, also Bildbreite. Ich habe es nicht nachgemessen, aber so müsste es eigentlich sein. Und wir haben rechts und links müsst ihr so circa 8 cm dazu addieren pro Seite. Also das sind 16 cm dazu. Bei 2,3 Meter irgendwas sind das also 2,40 Meter. Aber viel wichtiger ist ja, wann fängt das Bild an? In dem Fall bei 34 cm. 34 cm vom Boden fängt das Bild an. Und ich glaube, das sieht nicht besonders schön aus, wenn ihr die Leinwand auf der Erde stellt, auf die Erde stellt. Weil dann habt ihr ja Tatsache das Bild ziemlich tief. Also ich denke mal, das müsste mal so wie in der Höhe, das ist schon ganz gut. Ich finde ja so ein 100 Zoll Bild, wenn es so bei 70 cm anfängt, finde ich persönlich immer ganz gut. Wo stehen wir jetzt hier so? Wir sind ungefähr bei 80 cm. Das ist in Ordnung. Ich finde, das ist, wenn man auf einer Couch sitzt, im Prinzip genau die richtige Höhe. Leichtes nach oben gucken empfehle ich immer, sowas in der Art. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Lowboard hätten von so roundabout 60 cm, was ja völlig normal wäre, wäre das im Prinzip genau diese Höhe. Hinten, hinterm Lowboard, entweder an der Wand oder am Lowboard direkt selbst angehangen, was wir demnächst mal machen werden. Und dann habt ihr eigentlich eine coole Lösung, oder? Was meint ihr dazu? Ich denke, das ist Tatsache noch eine schöne Alternative. Damit können wir was anfangen und ja, wir haben halt noch eine Leinwand jetzt mehr im Portfolio. So ihr Lieben, das hat mir jetzt gerade gar keine Ruhe gelassen. Beim Videodreh ging mir das immer mehr durch den Kopf, dass ich dieses Projekt irgendwie weiterverfolgen muss. Ich habe jetzt mal eine kurze Pause gemacht und ich habe da jetzt mal was hin improvisiert. Ihr seht hier, was ich gemacht habe. Hier steht unser Möbel. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, dieses Möbel steht zum Verkauf. Wer Interesse daran hat, ich sag mal weit unter der Hälfte des Normalpreises, 120 Zoll Möbel, elektrisch ausfahrbar, für Ultra-Kurzdistanz. Passt jetzt nicht gerade zum Video, aber nur wer Interesse hat, kann sich melden, ist nur hier abzuholen, anzugucken, abzuholen, mitzunehmen. Wir machen super, super Preis dazu. Ja? Nur so ganz nebenbei. So, ich habe das kurz mal jetzt so improvisiert, wie ich mir das vorstelle. Wir machen ein Möbel, wo diese Floor-Up-Leinwand hinten dran ist.
Die Möbel muss ein bisschen ab, also 16 cm ganz genau. Und dann, im besten Fall, seht ihr gar nichts. Ihr seht nur das Möbel. Sicherlich lässt sich da oben sogar noch eine Abdeckplatte drauf machen, die die Farbe des Möbels hat. Und dann drückt ihr auf den Knopf und dann kommt eure Leinwand raus. Aus dem Nichts sozusagen. Und dann könnt ihr einen Film gucken. Gleiches geht theoretisch auch mit CLR. Das wird auch noch realisiert. Wenn wir das schon machen, machen wir das richtig. Das heißt, dann kann das Möbel ausfahren, kommt der Beamer raus und die Leinwand fährt nach oben. Aktueller Fall, und das ist unser Thema heute, ist die Daywalker, also für Normaldistanzbeamer. Beamer hängt da hinten sozusagen an der Wand oder an der Decke und so fährt eure Leinwand raus. Und am Tag ist sie einfach weg. Wir brauchen nicht mehr diese Leinwände da oben. Ja? Hat mir gerade keine Ruhe gelassen. Ich dachte, Mist, ich baue da jetzt mal schnell. Gott sei Dank ist ja mein YouTube-Studio direkt an unserer Werkstatt. Ich baue da ganz schnell mal so ein paar Halter, baue das mal kurz hinten ans Möbel an und teste das mal, wie das aussieht. Ich fahre es mal wieder ein. Da habt ihr mal so ein Gefühl dafür, wie sowas funktionieren kann. Ja klar, so ein Möbel kostet ein paar Euro. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch an andere Möbel anbauen, die ihr irgendwo im schwedischen Möbelhaus kauft. Ist mir total Latte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es dann ein Möbel von uns wird und wir werden uns da Gedanken machen und wir werden da wirklich wieder viel Hirnschmalz reinstecken, bis wir das so fertig haben, dass das so, wie das jetzt hier schon im Prototyp, den ich mal so schnell gezimmert habe, funktioniert, später auch in echt bei euch funktioniert. Okay, habt ihr eine Vorstellung davon, wie sowas funktionieren kann? Leinwand wieder raus, Film starten. So, apropos Film starten, bevor wir das Video jetzt beenden, ich habe natürlich euch meine Serienempfehlung versprochen. Es wird wieder eine Serie. Es ist eine Netflix-Serie, relativ frisch noch und sie heißt Red Eye. Ich fand sie cool, so eine Thriller-Serie, spielt fast nur in einem Flugzeug. Spannend gemacht, von hinten bis vorne spannend, hat glaube ich auch nur, ich glaube 8 Episoden. Da habe ich wieder nicht nachgeguckt, ich glaube 8 Episoden. Fand ich komplett kurzweilig, habe ich mit einer Frau zusammengeguckt, so als für einen Abend, wenn man so einen kleinen Thriller gucken will. Kleine Empfehlung, Red Eye auf Netflix. Gut, genug der vielen Worte. Mir bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Oder wann ihr auch immer das Video guckt, aber ist ja egal, dann kommt auch irgendwann das nächste Wochenende. Geil, das ist Blödsinn. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, euer Olaf.